Man muss die Feinde der Mazhab, also eigentlich die Feinde des Islams, ihre Urväter meine ich damit, nicht den armen jungen Mann, der sich dadurch hat irreleiten lassen in dieser Theorie, sondern die Feinde. Das ist ein arabisches Wort. Man muss sich mal fragen, was heißt das überhaupt? Was bedeutet das? Sie schießen ja so gegen die großen Gelehrten, aber was bedeutet überhaupt Mazhab? Was für ein Wort ist das? Was für einen grammatischen Kontext hat das? Werden Sie niemals beantworten können, weil Sie kein Wort Arabisch können. Kommt vom Verb dhahaba, heißt gehen. Und Mazhab heißt im Arabischen, ist ein grammatisches Wort, bedeutet Ism Zaman, Ism Mekan. In diesem Kontext ist es Ism Mekan. Also das Ziel, wo man hingehen will und auch der Weg dorthin. Das bedeutet Mazhab. Der Pfad. Also im islamischen Kontext meint es die Ansichten der Rechtsgelehrten, welche sich aus Meinungsverschiedenheiten zusammengesammelt haben, ergeben. In ihren Grundsätzen unterscheiden sich die Mazhabs nicht. Keiner der Mazhabs, der Ahl Sunnah wal Jama'ah, über die reden wir heute hier. Weil sie sich alle auf den Koran und die Sunnah beziehen. Nicht auf was anderes. Aber die Rechtsgelehrten, die Imame, die großen Gelehrten haben aus diesen Quellen ihre Meinungen geäußert. Ganz am Anfang schon, die folgende Überlieferung. Als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam seinen Gefährten Muaz ibn Jabal radiallahu anhu nach Jemen geschickt hat, als Richter, und er ihn gefragt hat, womit wirst du dort richten? Ja, Rasulullah, ich werde nach dem richten, was im Buch Allah steht, nach den Versen. Wenn du es dort nicht findest, was wirst du machen? Ich werde nach deinen Wörtern, nach deiner Sunna richten. Und wenn du es in beiden Quellen nicht richtest, was machst du dann? Dann werde ich mein eigenes Urteil aussprechen, hat er gesagt. Also ich werde Ijtihad machen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam war so zufrieden mit dieser Antwort, dass er Allah dafür dankte, dass er ihm solche Gefährten gegeben hat. Hieraus geht also hervor, dass der Rechtsgelehrte ein Rechtsurteil sprechen kann, auch sprechen muss. Wenn er ein Rechtsgelehrter ist, dann muss er dieses Urteil auch sprechen. Dann muss er in die Quellen, an die Quellen gehen und von dort Rechtsurteile bilden, wenn er dort im Koran und in der Sunna nichts findet. Sie können gleiche Meinungen äußern, Sie können verschiedene Meinungen äußern, und aus diesen verschiedenen Meinungen haben sich diese Rechtsschulen gebildet. Auch ganz kurz an dieser Stelle, vielleicht für Brüder und Schwestern, die es noch nicht gehört haben, aber auch vielleicht für Leute, die es nachher im Internet, diesen Vortrag sich anhören werden. Wenn man über diese Mazhabs redet, über was redet man da überhaupt? Man redet über diese vier ganz berühmten Rechtsschulen. Für euch wird das jetzt sein, eine Wiederholung vielleicht, ich werde es auch nicht in die Länge ziehen, in ein, zwei Minuten nur. Die hanafitische, die schafiitische, die malikitische und die hanbalitische Rechtsschule. Über die redet man, wenn man über die Mazhab redet oder ihre Feindschaft zu diesem Mazhab ausdrückt. Als allererstes finden wir die hanafitische Rechtsschule. Der Gründer ist Imam U'azam Abu Hanifa, heißt eigentlich Nu'man bin Sabit, rahimahullah. Er ist geboren in Kufa im Jahre 80, also Hijra, also 699, und hat 18 Jahre lang von Imam Hammad bin Abi Suleiman gelernt. 18 Jahre lang. Und Imam U'azam Abu Hanifa hatte Kontakt mit den Sahabe. Er hat direkt auch von ihnen gelernt. Er hat über 1000 Schüler gehabt, die selber Mujtahidun waren. Über 1000. Ganz berühmte unter ihnen gibt es. Abu Yusuf, Muhammad bin Hassan al-Shaybani, Imam Zufar, Abdullah ibn Mubarak und viele andere. Über 1000 Schüler hatte er. Viele von ihnen waren selber Mujtahid, also Rechtsgelehrte des Islams. Imam Malik, er ist der Gründer der malikitischen Rechtsschule. Malik bin Anas, rahimahullah. Er ist geboren im Jahre 93 in Medina, wo er auch immer lebte. Er traf sich öfter mit Imam Abu Hanifa und Abu Yusuf. Und er galt als Gelehrter Medinas. Und sein wichtigstes Werk ist die Muwatta. Der Schafi'i, die schafi'itische Rechtsschule, deren Gründer ist Imam Muhammad bin Idris al-Shafi'i, rahimahullah.
Er ist geboren im Jahr 150 in Syrien und er ist gestorben im Jahr 204 in Ägypten. Er ist ein sehr großer islamischer Gelernter. Er lehrte von Imam Malik und von dem Schüler von Imam Azam Abu Hanife, Imam Muhammad, rahimahullah. Er war ein großer Gelehrter, insbesondere in der arabischen Sprache, Dichtung, Geschichte und der Hadith und der Fiqh. Und zuletzt die hanbalitische Restschule, dessen Gründer Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, im Jahre 164 geboren, in Bagdad, wo er auch dort 241 gestorben ist. Er versuchte viele Zentren des Islams, im Gegensatz zu den anderen Rechtsgelehrten. Er war in Mekka, er war in Medina, er war in Damaskus. Und auch in der Lehre von Imam Shafi'i, rahimahullah, war er auch. Er gilt als ganz großer Hadith-Gelehrter und sein bekanntes Werk, die Musnad von ihm, beinhaltet mehr als 40.000 Hadithe, hat er dort zusammengetragen und zusammengefasst. Wenn man also über die Mazhabs redet, dann redet man über diese Mazhabs, über diese Rechtsschulen und über diese Rechtsgelehrten. Damit wir wissen, über wen wir reden. Und damit wir wissen, wenn man diese Frage stellt, wenn wir durch den Koran und die Sunna haben, wofür brauchen wir denn diese Leute da überhaupt? Damit man weiß, über was man redet. Mit diesen Leuten greift man also die großen, die größten Gelehrten des Islams nach unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und nach seinen Gefährten greift man diese größten Gelehrten des Islams direkt an. Es ist eine Schamlosigkeit, überhaupt in diesem Ton über Gelehrte des Islams zu reden. Auch wenn man mit, wenn man selber ein Rechtsgelehrter wäre und mit einer oder mehreren Meinungen von einem anderen Rechtsgelehrten nicht zufrieden ist oder nicht einverstanden ist oder mal eine andere Meinung. Trotzdem ist es eine Schamlosigkeit, so über andere Gelehrte des Islams zu reden. Oder was denkt ihr, warum Imam Shafi'i, rahimahullah, als er in Kufa war und in der Nähe vom Grab von Imam Abu Hanifa, rahimahullah, gebetet hat, nach seiner Rechtsschule gebetet hat? Er hat es so gemacht. Und er hat gesagt, das wäre ein respektloses Verhalten gegenüber diesem großen Imam Azam bedeutet, der größte Imam. Er hat sich ja nicht selbst so genannt, sondern die Geschichte hat ihn so genannt. Sein Wissen hat ihn so nennen lassen. Seine Schüler und die Muslime haben ihn so genannt. Liebe Muslime, nach dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam und dem Ziel, natürlich aus dem Bestreben heraus, die von ihm hinterbliebenen Religion auszuleben, entstanden diese Rechtsschulen. Diese Rechtsschulen waren also nicht darauf ausgelegt, diese Religion irgendwie zurechtzubiegen, sondern sie beschäftigten sich immer mit der Frage, was meint Allah damit in einem Vers? Oder was meint der Prophet sallallahu alaihi wasallam damit? Und so sind diese vier Rechtsschulen im Laufe der Geschichte entstanden, mit Allahs Willen und Allahs Erlaubnis, und Allah hat sie bewahrt. Es gab natürlich viel mehr Rechtsschulen und viel mehr Gelehrte. Aber diese haben sich in der Geschichte nicht bewahren können. Die Zeit veranlasste es, dass viele von ihnen in Vergessenheit geraten sind. Und warum gab es diese Frage, was meint er damit? Direkt an dieser Stelle ein konkretes oder ein, zwei Beispiele vielleicht, inshallah ta'ala. Bevor ich die Beispiele nenne, also die Imame, diese großen Gelehrten, die saßen also jetzt nicht in ihren Madrasa und oder zu Hause oder irgendwo, haben Langeweile gehabt und haben gesagt, ich habe mal jetzt eine Meinung über irgendwas und äußere die mal. So natürlich nicht, sondern es kamen Muslime zu ihnen, die Menschen, die gelebt haben. Und sie fragten sie nach Bedeutungen von Versen, von Ahadith, oder sie fragten sie konkret nach Urteilen im Islam.